Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ich habe gerade die kurze Pause genutzt und schon mal ein neues Ziel festgelegt, denn wir haben ja in der letzten Folge von dem Vater, den wir gerettet haben, oder war das in der ersten Folge? Weiß ich gar nicht. Ich glaube in der ersten Folge, Ende der ersten Folge, haben wir gehört, dass er zum Goldenen Tempel fliehen soll. Und da habe ich jetzt unseren nächsten Marker hingesetzt, dass wir da mal vorbeischauen. Und ich werde einfach mal so in die generelle Richtung reiten. Ein bisschen auf den Straßen. Und es wird auch... Also ich glaube, auf dem ersten Teil ist es noch nicht so schlimm, aber auf dem zweiten und dritten Teil der Insel ist auf den Straßen extrem viel los. In Richtung Gegner, also Mongolen. Und ich glaube, so schlimm ist das hier noch nicht. Aber auch hier werden wir bestimmt auf die ein oder andere Patrouille stoßen. Irgendwann mal. Und die dann herausfordern für zum Beispiel eine Kiste an Loot oder sowas. Es gibt aber allerdings auch verschiedene Banditen. Also nicht Mongolen, sondern japanische. Was zum Beispiel... Und das war der Schrei, den ich immer meinte. Das war dieser Get Down Schrei oder wie man sagt. Also hier nicht wie sagt man denn dazu? Ich habe keine Ahnung. So. Was nicht X, ist ja nicht X. Und diese Wegsteck-Animation ist einfach so cool. Und sowas kommt halt immer mal wieder vor. Und auch solche kleinen Gruppen bringen tatsächlich so ein kleines bisschen, wie man gerade gesehen hat, Fortschritt bei der EP. Man ja, irgendwann steckt man das Schwert auch so weg. Aber wenigstens ein paar Mal möchte ich diese smooth Animation echt noch bewundern. Ich meine, solange wir noch auf diesem ersten Teil der Insel sind, müssen wir einfach die Schönheit dieser ganzen Umgebung einfach genießen. Ich glaube, dieses Dojo war tatsächlich relativ schwierig zu befreien. Negium Harsinta. Huge wish wedge. Stahl. Fancy. Du stehst da ganz schön ungünstig. Das war nicht das Attentat, das ich wollte.
Aber ich glaube, sie haben mich trotzdem nicht bemerkt. Und dafür wäre jetzt so ein Bogen einfach unglaublich praktisch, den ich aber noch nicht habe. Glaube ich, sollte Ishikawa tatsächlich demnächst mal machen. Es würde schon sehr helfen, einen Bogen zu haben. Oh, ich glaube, sie haben den Leichnam gefunden. Aber sie haben keine Ahnung, wo ich bin, und das ist gut. Oh, Entschuldigung. Ich hab's gegens Mikro gehauen, das wollte ich nicht. Mach das mal ein bisschen höher, dann kann ich da nicht gegenhauen. Ich habe das Gefühl, das wird gleich eine komplette Katastrophe. Hi. Nein, 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 nein. Du machst keine Geräusche, die keiner haben will. Hat mich gesehen. Ich habe das Gefühl, das wird früher oder später komplett eskalieren. So, nehme ich jetzt. Laufen die alle einzeln in mich rein. Das macht das Ganze irgendwie voll allein angenehm. Ne, 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 ne. Schieß mal schön gegen die Decke hier. Hi. Bist du gerade ernsthaft an mir vorbeigelaufen? Oh nein, Hunde sind ganz schlimm. Hunde sind komplett fürchterlich. Aber sie geben auch eine unfassbar wichtige Ressource, nämlich Raubtierfelle. Wo ist der andere? Den habe ich, glaube ich, hier irgendwo, oder? Weiß ich nicht mehr. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich habe erstmal tatsächlich alle.
Das heißt, ich kann jetzt schon mal anfangen, ein paar Zelte zu durchsuchen. Wie man gesehen hat, ist hier auch zwischendurch schon mal ein bisschen Stahl. Und Stahl ist wirklich unglaublich selten. Also im Gegensatz zu sowas wie Vorräten oder auch Eisen. Okay. Einfach im Schlaf. Sind das Hunde? Jo, natürlich. Eine Handvoll Feinde sind natürlich auch noch übrig. Und das ist so ein Lager. Da sieht man vielleicht schon die Feuerfässer oder Explosionsfässer. Was man nachher abfackelt. Das heißt, hier sollte man am besten vorher alles mitnehmen. Denn nachher geht das nicht mehr. Aus offensichtlichen Gründen. Na, und es gibt auch diese Banner zu sammeln. Die werden einem netterweise markiert, weil die kann man tatsächlich verpassen. Die man später abgeben kann für Belohnung. So, du kommst jetzt mal schön her. Du hast mich tatsächlich als allererstes genervt. Dass der bei dem ganzen Krach nicht aufgewacht ist, ist echt beeindruckend. Okay, also es gibt doch Aufzeichnungen und sowas hier. Aber netterweise wird mir das alles markiert durch... Wollte ich nicht. Durch die, ich wollte gerade Mücke sagen, durch das Glühwürmchen. So, in dem großen Haus war ich noch nicht. Noch ein Banner. Genau, wenn man lang genug in einem Gebiet rumgurkt und schon einige ausgeschaltet hat, kann man das tatsächlich machen. Verbleibende Gegner herausfordern. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, dass man diese Option hat. Aber es dürfte eh nur noch einer und die beiden Köter da drüben sein. Und wenn nicht, dann kann ich das nachher immer noch machen. Hier möchte ich auch noch mal kurz rein. Denn da ist auch noch ein Banner. Oh, eine ganze Menge Rohstoffe. Und ein toter Samurai. Geht's hier nach oben? Nein, hier gibt's keine obere Etage. Ja, ist irgendwie klar, dass er mich so sieht, ne? Das dürfte eine von den Karten sein, wo man erst alle besiegen muss, damit dann der Boss auftaucht. Und sobald man den gelben Balken hat,
geht der entweder gar nicht mehr runter oder extrem langsam. Also er ist extrem langsam. So, und jetzt die beiden Tönen als letztes. Hunde sind mit Abstand die schlimmsten Gegner im kompletten Spiel. Denn nicht nur halten sie genauso viel aus wie ein normaler Mensch, sondern sie sind einfach 10-mal so schnell und einfach allround extrem lästig. Ah, okay, es lassen nicht alle Hunde Haupttierfälle fallen. Und die kann man auch kaputt machen, aber wie gesagt, das erregt Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit ist mir gerade egal, denn die habe ich sowieso schon. Hier dürfte eh keiner mehr leben. Daher laufe ich jetzt nochmal ganz kurz rum und suche, ob hier noch irgendwo sowas wie das hier rumliegt. Eisen. Moment. Ah, hier zum Beispiel. So, ich bin mir sicher, dass ich irgendwo irgendwas übersehen habe. Aber ich denke, wir sind bereit für unser erstes Feuerwerk. Und da kommt der Anführer. Hi. In goldener Rüstung. Mit Schild. Für den hätte ich jetzt echt gern die Wasserkampfhaltung. Habe ich aber nicht. Aber das ist immer extrem cool. Das war eine perfekte Parade. Ja. Oh, das ist so satisfying. Eine perfekte Parade zu treffen ist so satisfying. Oh. Oh, war das ein guter... Also, der Anfang war scheiße, aber das Ende war insane gut. Ah, schön. Richtig schön. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich einen Punkt auf der Karte für uns zurückerobert. Befreie das Ogawa Dojo. Boah, mein erstes Level up. Uhu, deine Legende wächst. Ich bin jetzt der wandernde Samurai. Na, und dadurch erhöht sich unsere maximale Gesundheit leicht. Oh, und ich habe die Kunai freigeschaltet. Die Kunai sind ziemlich stark. Vor allem, wenn man die upgradet. Die sind ziemlich nice. Aber ich dürfte jetzt... Du hast eine neue Waffe erhalten. Ah ja, die Geistwaffen zählen als Waffen. Klar, irgendwie logisch. Und das kann man natürlich auch machen. Es gibt nämlich heiße Quellen, Bambusstände, Shinto-Schreine. Genau, Shinto-Schreine war das. Da gibt es Talismane.
Die Fuchsbauten für Erhöhung der Talisman-Slots. Genau, dann gibt es einfach noch Stellen, wo seltene Skins rumliegen, zum Beispiel. Oder Hüte, genau. Die Bambusstände erhöhen die maximale Entschlossenheit, auch mit so einem Punktesystem in Anführungszeichen. Und die heißen Quellen erhöhen die maximale Gesundheit. Das ist alles ziemlich cool und irgendwann werde ich das bestimmt auch machen. Perfekte Beraden stellen eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Aber ich würde tatsächlich ganz gerne die Kampfhaltung machen. Kann ich aber nicht. Ach, dafür muss ich noch einen weiteren Mongolen-Anführer machen. Ja, okay, natürlich. Und hier kann man Kunai werfen. L plus RB. Okay, das kriege ich bestimmt irgendwie raus. Und da kann man dann halt statt einem, statt zwei, drei Kunai oder halt drei Kunai werfen und die machen dann irgendwann auch mehr Schaden. Und jetzt sehen wir tatsächlich auch die ganzen anderen Waffen. Schwarzpulverbombe ist genau das, was es sagt. Einfach eine Bombe, die man reinschmeißt und die macht halt sehr viel Schaden, aber erweckt auch sofort Aufmerksamkeit. Mit der Rauchbombe kann man einfach zwischendurch kurz verschwinden, was extrem praktisch ist, um wieder stealthy zu werden. Die Haftbombe ist sehr gut gegen einzelne Gegner oder Gegnergruppen, die eng zusammen sind, weil die bleibt an einem kleben und explodiert dann halt. Und mit der Windglocke kann man die Aufmerksamkeit von sich weglenken durch Geräusche. Und der Böller oder der Knallfrosch ist noch eine stärkere Variante davon. Das ist so ein bisschen wie die Münzen aus Hitman, was auch extremst gut ist. Spüre entferntere Gegner auf, indem du noch konzentrierter lauschst. Ich glaube, das würde ich ganz gern machen. Das ist gerade noch extrem praktisch. Heimliches Hören. Nur da kann man dann sich schneller bewegen, während man die Gegner hört. Und ja. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die extrem praktisch sind, aber ich würde tatsächlich ganz gern erst auf die hier gehen. Na, und dann sieht man. Die Kampfhaltung ist gegen Schwerter sehr gut, die ist gegen Schilde sehr gut. Dann gibt es noch eine gegen Speere und eine gegen schwere Gegner, glaube ich. Genau, gegen Barbaren. Steht ja auch dabei. Ich hätte einfach nur lesen müssen. Guten Morgen. Als Befreiungsbonus kriege ich tatsächlich zwei Gold. Aber ich bin noch nicht dahin gekommen, wo ich eigentlich wollte. Ist ja schön, dass du die ganze Zeit redest. Ich weiß nicht, was du sagst. So. Viel Spaß und viel Erfolg beim Aufräumen und Reparieren. Ich bin da mal weg. Ich würde nämlich echt gern tatsächlich mal zum Goldenen Tempel. Ich wollte nicht abspringen. Ich wollte aus irgendwelchen Gründen mit dem Pferd springen. Und passenderweise ist der Goldene Tempel im Goldenen Wald. Und Pferde können nicht schwimmen. Zumindest nicht hier. Präfektur Ariake. Gibt es hier noch irgendwas zum Sammeln? Ja, da vorne. Seid ihr Banditen? Ihr seid Banditen. Kämpfen wir. Das möchte ich auch ein bisschen mehr leveln und mehr üben, weil das ist insane gut. Es gibt auch einige Gegner, die antäuschen. Das muss man dann erkennen und dementsprechend so durch Kunai.
sind die Gegner dann quasi am Taumeln. Und das meinte ich eben, es gibt nicht nur die Mongolen, sondern jetzt auch so einige Banditen, die dann solche Kisten bei sich haben, wo auch Vorräte oder auch später seltenere Sachen drin sind. Weißt du, wenn ich wen ich da herausfordere, ich fordere wen heraus. Das sind ein paar mehr. Lauf nicht weg, du hast eh verloren. An solchen Stellen, so, ich sag mal, Friedhöfe oder so Gedenkstätten, gibt es auch oft so Collectibles oder seltene Gegenstände. Wie mir das Glühwürmchen auch unmissverständlich zu zeigen gedenkt. Nämlich gibt es auch das hier. Die zirpenden Grillen. Es gibt ein paar Sachen zusammen in diesem, zu sammeln in diesem Spiel. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist kein Collectathon wie Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie. Aber es hat ein paar Sachen zu sammeln und das ist schön. Ich meine, die Artefakte oder auch die Schriften, die kann man sich tatsächlich durchlesen, angucken und kriegt dann so ein bisschen Lore oder so halt so ein bisschen Hintergrundwissen zu den Mongolen zum Beispiel. Und das ist ziemlich cool. Bin ich ganz ehrlich, das ist ziemlich cool. Und das da sollte der Goldene Tempel sein. Mein Ziel der heutigen Folge. Denn der Goldene Tempel ist sowas wie ein kleines Hub. Hier gibt es tatsächlich einige Sachen, wo man Sachen upgraden kann. Bin am verfolgten Ort angekommen, danke sehr. Hier gibt es nämlich zum Beispiel einen Bogenmacher. Kann ich noch nicht nutzen, weil ich habe keinen Bogen. Danke für den sanften Arschtritt in die Richtung. Aber es gibt auch das Geschenkding hier, wo man nach verschiedenen Storyabschnitten sich Geschenke abholen kann.無事であったか長尾家の下男のゴンジロウと言ったな長尾殿のことは無念であった俺のような者のことを覚えててくださったんですねあなたのおかげで大勢が助かってます戦はまだ始まったばかりだぞだから俺もお手伝いしたいんですみんなで使えそうなものを集めましたどうぞお受け取りくださいこれは助かるなみんなに礼を伝えてくれ 他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。 対馬をどうぞお守りください。 Ja, und das kann dann zum Beispiel das da sein, eine Maske. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Masken, aber sie haben definitiv ein Grund, dass sie da sind, weil, naja, Samurai haben sie halt getragen, um gruseliger oder wie Geister oder sowas auszusehen.
damit die Leute sich mehr vor ihnen fürchten. Glaube ich. Ich kenne tatsächlich die Geschichte dahinter nicht. Wahrscheinlich war es kompletter Unfug, den ich gerade erzählt habe. Falls das so war, dann tut's mir leid. Hi. Was hast du? Noch einer? Ein anderer Samurai, den es eigentlich gar nicht gibt. So, zu dir möchte ich aber. Bescheid. Ja dann. Genau, wir können zwei Sachen abwerten. Einmal das Katana und das Tanto. Das Tanto macht dann mehr Schleichschaden und bringt Gegner schneller und lautloser um. Ist extrem praktisch für viel Schleichen. Allerdings würde ich tatsächlich ganz gerne erst das hier upgraden, weil das macht mir dann am Ende des Tages Bosskämpfe noch sehr viel leichter. Und da sieht man tatsächlich auch, dass sich am Schwert so ein bisschen was ändert. Hier kommt dann eine Kerbe mit rein und hier ändert sich dann die Musterung immer so ein bisschen. Und dann kommen auch irgendwann zwei Kerben rein. Das ist schon sehr cool. Okay, ich kann das Tanto tatsächlich auch noch machen. Ja dann, Abflug. Ich glaube, das Tanto werde ich jetzt erstmal eine ganze Weile so lassen. Und mich erstmal auf das Schwert hier konzentrieren. Devo. Vielen Dank. Arigato gozaimasu. So wie ich den... Genauso wie in der ersten Folge. Das ausspreche ist wahrscheinlich eine komplette Beleidigung für jemanden, der Japanisch kann. Es tut mir leid. Ach, Rüstungsschmieden. Genau, gibt's ja auch noch. Hachiman-sama も羨むし上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。 Ja. Okay. Blame halt meine beschädigte Rüstung ist in Ordnung. 素材を十分にお持ちでないようですね。 Ah, okay. Ich habe mich in der letzten Folge vertan, als ich das gesagt habe. Die Boni gibt's tatsächlich alle. Aber ich kann die noch verbessern. Das wusste ich nicht mehr. Das tut mir leid, da habe ich ein bisschen Unfug geredet. Anscheinend. あの鳥をご存知ですか?どのような鳥のことだ?金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを 何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね。堺様。Das war übrigens auch ein dezenter Tritt in eine gewisse Richtung, denn es gibt, es tauchen immer mal wieder Vögel auf, wenn man denen hinterherläuft, kommt man zu anderen versteckten Sachen, ich glaube. Also ein paar Skins auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, gerade nicht, ob auch Ausrüstung oder sowas. Dafür ist das alles schon zu lange her. Aber ja, dieser Tempel mit dieser Beleuchtung bei den, ich denke mal, Ginkgo-Bäumen. Ja, die Blätter sehen definitiv aus wie die Ginkgo. Ach, du bist das. Hi. Oitsuke-dori. Kaido o sakete koko made mairimashita. Onushi mo buji de yokatta. Musuko mo kega wa nai na. Chichi yori mo rippa na ko desu.
Er weiß noch gar nicht, was tapfer bedeutet. Ah, da. Einer der besagten Vögel. Ich sitze im Berg hoch. Ich nehme das mal als Ja. Ach, hier komme ich hoch. Gehst du auf den nächsten Berg hoch? Natürlich. Hier links war auch was zum Hochklettern, glaube ich. Das ist so ein bisschen Parkouring und bis zu einem gewissen Grad macht es auch sehr viel Spaß. Ach, guck mal, der bringt mich zu einer Eisenquelle. Danke, Vogel. Und jetzt guckt es euch einfach an. Sinieren über meinen Onkel. Ojiuega ikite oide de yokatta. Oshie o sazukete kudasatta shōgai ichi no onjin. Ushinau wake ni wa ikan. Keshite. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das zensieren sollte, aber ich lasse es erstmal. Weil es ist ja kein richtiger Hintern. Ah, ich finde es gut, dass sie das so zeigen. Ich wollte eigentlich die Karte aufmachen. Boom. Da hat man gerade wieder gesehen, ich habe das hier geklärt. Oh, es gibt einen Händler da? Oh, krass. Ich habe das geklärt und es hat jetzt einen großen Radius freigemacht, weil es ein großer Point of Interest war. Der hier hat es nicht ganz so groß aufgedeckt, die Karte. Na, und diese ganzen Fragezeichen sind dann zum Beispiel sowas wie Fuchsbauten oder die Shinto-Schreine oder heiße Quellen. Und genau, man kann dann auch das, was man schon entdeckt hat, da kann man dann hinreisen, also schnell hinreisen. Und in dem Fall möchte ich das gerade auch mal in Anspruch nehmen. Den habe ich gerade nicht gesehen, der ist aber unglaublich wichtig. Oh. Okay. Es war nicht das, wovon ich dachte, dass es wäre. Dann war es nicht der Legendenerzähler, sondern der Geschichtenerzähler. Weil in den Legendenmodus möchte ich nicht. Wo möchte ich denn... Ich möchte mit Select die ganze Zeit die Karte aufrufen. Und jetzt gibt es hier auch Nebengeschichten. Die andere Seite der Ehre. Jemand erwähnte, einen lebenden Samurai in Kashina gesehen zu haben. Wenn es noch einen Samurai aus Komoda geschafft hat, muss ich herausfinden. Wahrscheinlich wer es ist. Ja, wer es ist. Untersuche das Gebiet. Also, die goldenen sind Hauptgeschichten. Und ich möchte tatsächlich den Sensei als nächstes machen, weil der Bogen ist unfassbar praktisch. Und es gibt Nebengeschichten, die in Silbern sind. Und dann am Ende des Tages möchte ich das Spiel auf 100% bringen. Irgendwann, irgendwie. Ich weiß nicht, ob on-screen oder nicht. Ich werde bestimmt auch ein paar Sachen dann irgendwann offscreen einfach einsammeln. So, wenn ich
das 15. Lager Leerräume, werde ich das vielleicht einfach rausschneiden. Oder auch verschiedene Wege oder wenn ich dann Lager geklärt habe, das einsammeln wie vorhin. Aber ich würde sagen, wir reiten jetzt noch in die Richtung, nehmen diese beiden Fragezeichen mit. Aber Ishikawa machen wir dann im nächsten Part. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Und das mit dem Wind ist tatsächlich eine unfassbar coole Möglichkeit, jemandem eine Richtung zu geben. Es ist einfach besser oder sehr viel besser und viel immersiver als einfach irgendwo ein Pfeil oder ein Ausrufezeichen in der Landschaft. Ich bin mir relativ sicher, dass einige Spiele sowas in der Richtung schon gemacht haben, anstatt einfach ein Pfeil oder irgendwie ein Ausrufezeichen oder Fragezeichen oder sowas. Aber das ist so das Einzige, was mir gerade einfällt. Okay. Es wird Zeit, gegen Wildschwein zu verlieren. Oder auch nicht, weil sie sich umentschieden haben. Wildschwein und Bären sind tatsächlich relativ mächtig. Chill deine Socken. Es gibt hier absolut nichts zu machen. Denn ich gewinne. Und sofern ich mir das merke, werde ich für nächsten Part tatsächlich eine Sache nachgucken. Denn es gibt einen bestimmten Talisman, den möchte ich unbedingt haben. Und er ist hier ziemlich im Anfangsgebiet, aber der ist ultra praktisch. Ach, ein Fuchsbau. Hallo Füchschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Schreine auch so finden kann, ohne dass ein Fuchs einen hinbringt. Aber das ist, glaube ich, relativ schwierig, weil die doch relativ gut versteckt sind. Muss gerade mal ein Augenblickchen durchatmen, Fuchschen. Und das, was man auch machen kann. Na, und jetzt brauche ich zum Beispiel schon drei für den nächsten Talismanplatz. Was man auch machen kann, wenn er jetzt noch hier wäre, man kann den Fuchs tatsächlich streicheln. Und das ist unglaublich niedlich. Aber der ist jetzt auch schon wieder verschwunden. So, als nächstes nehmen wir das mit. Und umgefallener Karren gibt's hier. Nein. Manchmal gibt es auch solche umgefallenen Karren, wo dann noch Vorräte oder sowas drin liegen. Aua. Einfach aus dem Weg geräumt. So nämlich. Oh, ist das diese Schlucht? Ich glaube, das ist diese Schlucht. Die möchte ich gerade ehrlich gesagt noch nicht machen, weil ich noch keinen Bogen habe. Wenn das ist, was ich denke, dass es ist, dann ist das ohne Bogen extrem anstrengend. Und aus irgendwelchen Gründen leckt es gerade.
Hi. Du bist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber mache ich dich trotzdem? Ist hier irgendwie ein Haus. Und diese Brücke möchte ich tatsächlich noch nicht machen. Ich glaube, das ist das, was ich denke, dass es ist, und das gefällt mir noch nicht. Weil ich keinen Bogen habe. Okay, aber anstatt des Fragezeichens nehmen wir dann jetzt einfach das hier erstmal mit. Im Haus ist tatsächlich niemand. Ins Haus kann ich auch gar nicht rein. Hört nur drei. Zum Glück sind die blind. Und das mit dem... Ne, es sind vier. Und das mit dem Herausfordern kann man tatsächlich nur machen, wenn man erstens nah genug dran ist und zweitens noch niemanden gekillt hat. Okay, die Wand ist zu dick, den kann ich hier nicht rüberziehen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Oh, das ist so satisfying, ne? Oh, das fühlt sich so gut an zu parieren. Ich muss es häufiger machen als ausweichen. Ausweichen ist zwar auch cool, aber parieren ist so... Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, aber es ist einfach sehr gut. Vogel, du hast ein Problem. Jetzt laufe ich ja doch schon wieder irgendwas hinterher. Ich wollte doch eigentlich Schluss machen. Oh, das Lager der Überlebenden. Und das gibt's ja auch noch. Was mich hierher geleitet. Noch Fallensteller gibt's auch noch. Beim Fallensteller kann man seine Munition aufstocken oder für Vorräte verschiedene Sachen kaufen und seine Geistwaffen wieder aufladen. Aber eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin, denn ich möchte erstmal das Haus leer räumen. Aber gut, dass ich schon wieder irgendwas gefunden habe. Hi. So, denn hier gibt es bestimmt auch noch sowas wie Eisen. Oder Leinen. Oder Eibenholz. Und das wird mir alles sehr weiterhelfen. Später, irgendwann mal. Und in Häusern ist es teilweise verdammt dunkel. Geht's hier nach oben? Die Antwort ist ja. Das, was man auch machen kann, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist ein Attentat von oben.
Und ich glaube, ich bin hier jetzt erstmal fertig. Das heißt, ich folge nochmal dem Vogel. Anscheinend wollte mich der Vogel nicht zum Lager leiten, sondern zu irgendwas anderem. Doch, wollte er. Goddammit. Hi. Flucht einer Familie. Toku, ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich irgendwie. Es herrscht solches Chaos, als die Mongolen kamen. Herrschte. Meine Güte. Ich fühlte, wie du mein Handgelenk ergriffst und dann nichts mehr. Ich habe gesucht und gefunden, aber du warst fort. Ich glaube fest daran, dass du noch lebst und dass wir uns wiedersehen werden. Vater führte uns zum Kuta-Gehöft, um einen sicheren Weg zu suchen, der uns von der Insel bringt. Wenn du das hier liest, komm zu uns so schnell du kannst. Hi. ふたの集落でひどいいさかいがありまして、族と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよ。俺が見てこよう。 Oh, noch ein Ort zum Entdecken. Es ist so schön, man kann hier Respekt erweisen mit der kleinen Verbeugung. Und die Leute reagieren da tatsächlich drauf. Das ist so cool. Und das ist ein anderer Händler. Sakai-sama. Die Farbenhändler. Davon gibt es viele verschiedene und da kann man Skins kaufen. Nämlich fürs Schwert zum Beispiel. Kann man sich dann so ein Fellwunder zum Beispiel holen für 15 Blüten, die ich noch nicht habe. Oder für die reisenden Rüstung verschiedene Sachen. Oder für andere Rüstung ganz viele verschiedene Farben. Oder verschiedene Hüte, die allesamt ganz in Ordnung sind, halt rein kosmetisch. Nur die Rüstung machen, bringen Werte. Aber naja. Danke sehr. So würde ich dann erstmal sagen, schauen wir in den Sonnenaufgang. Und ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht oder was auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habe ich gerade schon gesagt. Egal, ich sag's nochmal. Tschö, tschö.